Eieieiei, was gab es da gestern wieder bei Lanz für spannende Diskussionen zusammen mit Jens Spahn, FAZ-Journalisten, Rechtsextremismusforschern und einem völlig überforderten Markus Lanz, der sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass auch in Thüringen ein Björn Höcke Ministerpräsident werden kann. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, springen wir doch gleich mal direkt mit dieser Frage von Markus Lanz an den Extremismusforscher Herr Quent rein, der übrigens gerade, wie man hier lesen kann, den Bauern geraten hat, sich am besten zu distanzieren vor ihrer Unterwanderung, indem sie zum Beispiel Schriftzüge wie Nazis raus oder Regenbogensymbole auf ihre Traktoren und so weiter anbringen. Und dann werden wir das Ganze mal kurz einordnen hinsichtlich der Aussage von Jens Spahn, beziehungsweise muss man eher sagen der Nicht-Aussage, ob die Union nämlich in Thüringen mit den Linken zusammen koalieren würde, um eine AfD-geführte Regierung mit einem Ministerpräsidenten Höcke zu vermeiden. Und diese ganzen Nicht-Antworten sind so höchst interessant, es gleicht schon wirklich einer Unions-Wählertäuschung, was hier stattfindet. Und andererseits finde ich es auch immer wieder völlig verblüffend, dass man einerseits von irgendwelchen Geheimtreffen und so berichtet, die durch Korrektiv aufgedeckt werden, wo man nicht mit journalistischen, sondern eher mit ja, geheimdienstlichen Methoden vorgeht und auf der anderen Seite bei der Aufklärung über die Linkspartei keiner so wirklich die völlig blanken, menschenfeindlichen Positionen und Äußerungen immer wieder dort mal analysiert. Also viel zu tun hier an diesem Freitagmorgen. Holt euch am besten schon mal einen Kaffee, denn jetzt geht es hier los. Was könnte denn da passieren? Was müsste eintreten, damit jemand wie Björn Höcke zum Beispiel, wäre das denkbar? Ministerpräsident Björn Höcke in Thüringen? Also das schon mal vorab hier beantwortet von mir. Was müsste eintreten da, Herr Lanz? Ich kann Ihnen sagen, was da eintreten müsste. Da müsste eintreten, dass die meisten Bürger eben dafür wählen. Sowas nennt man dann Demokratie. Aber hören wir mal die Antwort von dem Herrn Quent. Das ist nicht mehr nicht vorstellbar, ja. Und das würde ich auch historisch nicht auf Thüringen beschränken. Wir sind jetzt ganz konkret, aber ich meine, schauen wir in die Niederlande, schauen wir nach Italien, in andere Länder. Vor so einer Rechtsradikalisierung sind im Moment keine Gesellschaften sicher. Aber schauen wir nach Thüringen. Es könnte theoretisch passieren, dass im dritten Wahlgang, wenn es keinen stärkeren Gegenkandidaten gibt und die AfD stärkste Kraft ist, die letztlich aus eigener Kraft Höcke zum Ministerpräsidenten. Weil dann im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit reicht. Exakt, wenn nicht eine andere Konstellation, andere Kandidaten antreten. Ja, also genau so ist es. Frage an dieser Stelle ganz einfach beantwortet. Also nochmal für all jene, die in Demokratie in der Schule damals nicht aufgepasst haben. Demokratie, Demos, das Volk, ne? Volkswillen legt fest, wer regiert und so weiter. Und wenn es eine ausreichende Mehrheit gibt, dann wird eben derjenige Spitzenkandidat der Partei, die am meisten Stimmen bekommt, Ministerpräsident. Oh mein Gott! Dass wir das bei Markus Lanz klären müssen, da sind wir ja wieder einen Schritt weiter. Interessant wird es aber dann, wenn es jetzt um die genauen Debatten zwischen Herrn Lanz und Herr Jens Spahn geht, ja? Weil, meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier die jeweilige Stelle nicht mehr rausgesucht, ich kann euch aber genau sagen, was dort diskutiert wurde. Nämlich die aktuellen Wahlumfragen, wobei man hier bei Markus Lanz sagen muss, die sind ein bisschen hinten dran, ja. Die haben hier noch die letzten Wahlumfragen genommen, also die hier vom 9.11. und so, aber gestern gab es ja schon neue, die hat man aber nicht einfließen lassen. Da hatte man nämlich schon die akkuraten Daten. Da haben nämlich in der Sendung noch diskutiert und so, dass halt die Linke noch um die 20% steht und wenn bei der Wahl sozusagen die Union so knapp 23% bekommt und die Linke 20%, was passiert dann? Wie wir aber jetzt schon sehen, ist das überhaupt gar nicht mehr der Fall in Thüringen, ja. Also hier, ich glaube nämlich, dass auch bis zur Wahl es sehr, sehr, sehr gut sein kann,
dass die Union zusammen mit der Linken nicht mal mehr ansatzweise so viel Stimmen hat wie die AfD selbst. Ja, dann hat sich dieses ganze Gerede sowieso komplett von selbst erledigt. Aber jetzt müssen wir ja mal kurz aufgrund dieser Umfragen, die die diskutiert haben, reagieren. Und hier hat Herr Spahn nämlich ganz klar gesagt, er präferiert eine Deutschlandkoalition, die also besteht, also in Thüringen, die besteht aus Union, SPD und FDP. Ja, jetzt hat Herr Spahn natürlich irgendwie wahrscheinlich noch nicht so richtig mitbekommen, dass die FDP aller Voraussicht nach aus dem Landtag ausscheiden würde. Da fällt also schon mal das Gelb in dem Deutschland, in der Deutschlandkoalition raus. Wir wissen ja auch, dass man sowieso in der Union die Deutschlandflaggen und so weiter nicht so gerne sieht. Also sollte man vielleicht auch gar nicht die Deutschlandkoalition anstreben. Ja, die SPD also zusammen mit der CDU wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht ausreichen. 29%, was oder wen genau wollen die da regieren, ist natürlich einfach nur ein Witz. Und jetzt wurde es aber dann richtig interessant, weil Herr Lanz hat dann mehrfach, und zwar nicht nur zweimal, ganz konkret gefragt, Herr Spahn, würden Sie denn auch mit den Linken dort koalieren? Also nicht Herr Spahn selbst, sondern ich glaube Herr Vogt oder so heißt er von der Union dort. Und dann hat Herr Spahn logischerweise nie darauf antworten wollen. Und man muss sich jetzt, also ich persönlich nicht, mir ist das völlig egal, ich wähle auch nicht in Thüringen, ja, aber alle Unionswähler in Thüringen müssen sich jetzt fragen, warum genau will einer der wichtigsten Männer in der Union nicht darauf antworten, ob man in Thüringen auch mit den Linken zusammen koalieren würde. Ja? Also Herr Spahn ist dann immer wieder ausgewichen und hat gesagt, naja, aktuell ist es ja so, dass Herr Ramelow sowieso in einer Minderheitsregierung immer mit der Union dort verhandeln muss über die neuen Gesetzesentwürfe, weil er sonst gar keine Mehrheit im Parlament und so weiter bekommen würde. Aber das, was Spahn hier meiner Meinung nach macht, ist nichts anderes als eine Unionswählertäuschung. Er will nämlich jetzt vor der Wahl nicht zugeben, dass die Union natürlich mit den Linken eher zusammen regieren würde, um diese AfD-Regierung zu verhindern. Und deswegen sagt er es jetzt aber nicht, weil er natürlich davor Angst hat, dass jetzt die Unionswähler dann sagen, naja, Moment mal, so eine Regierung mit den Linken möchte ich persönlich aber nicht unbedingt haben. Und das ist der einzige Grund, meiner Meinung nach, in der Analyse, warum er es hier nicht beantworten möchte. Und das, finde ich, sollte sich jeder Unionswähler unbedingt mal klar machen. Also nicht nur die Union muss sich entscheiden, sondern auch die Unionswähler müssen sich entscheiden. So. Und ich finde ja hier immer Folgendes sehr interessant. Man konzentriert sich sehr stark immer so, vor allem in der Ampel, aber auch in den gesellschaftlichen Debatten, auch jetzt hier beispielsweise in der Talkshow wieder auf die AfD und so, was ja durchaus legitim ist. Also ich finde jede Form von Extremismus, wenn es tatsächlich gegen das Gesetz oder gegen die Verfassung geht und so weiter, was jetzt übrigens bei diesem Treffen da in Potsdam noch in keinster Art und Weise irgendwie nachgewiesen werden konnte oder so, nicht mal ansatzweise. Zumal man ja auch an dieser Stelle sagen muss, dass die offizielle Positionen und so weiter einer Partei, die wird auf ihrem Parteitag, Konvent und so weiter festgelegt, die steht im Programm und die wird nicht von irgendwelchen einzelnen Leuten sozusagen vorgegeben, die auf einem privaten Treffen irgendwas mit anderen diskutieren. Ich meine, würde man bei den anderen Parteien, bei den Grünen beispielsweise, mal da so im Hinterzimmer lauschen und mit Geheimdienstmethoden da sich anhören, was die grüne Jugend und was die Jusos so alles besprechen, da bin ich immer gespannt, was man da so alles rausfinden würde, ja. Aber sei es drum, jetzt kommt ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, nämlich die Linksfraktion, ja. Also ich habe ja schon eine sehr, sehr, sehr lange Vergangenheit mit den Linken. Und hier muss man eine Sache ganz wichtig sagen, bevor ich euch jetzt das erzähle, was ich gestern mit dem ehemaligen Parteichef der Linken, Bernd Rixinger, persönlich erlebt habe. Und zwar jeder Zuschauer hier, ja, es werden nicht sehr viele sein, aber wahrscheinlich sogar mehr als 1%. Jeder Zuschauer, der über ein Nettovermögen von mehr als 1,3 Millionen Euro verfügt. Ich gebe zu, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Deswegen gehören auch nur die 1%, ja, nur diese Leute gehören eben zu denen, die mehr als diese 1,3 Millionen an Netto-Privatvermögen haben. Das heißt, jeder, der dieses Kapital hat, gehört zu den reichsten 1%. Und
gleichzeitig zu einer gefährdeten Gruppe in Deutschland, sobald und solange die Linken hier regieren. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ach, was ist denn das hier, Kolja, was erzählst du denn da? Nun, ich weiß nicht, ob ihr das schon vergessen habt oder vielleicht habt ihr es damals nicht mitbekommen, aber ich habe es nicht vergessen. Und zwar haben wir hier den Bernd Rixinger, ne? Und Bernd Rixinger war ja auch mal Parteichef von den Linken und wir haben ja alles Mögliche von den Linken mittlerweile aufgeklärt. Ich meine, allein schon neulich auf dem Parteitag, was dort gesagt wurde über die Gewaltanwendung gegenüber Gastwirten und so weiter, die AfD beispielsweise halt eben auch bei sich essen lassen und so. Dort wurde auch keinerlei verfassungsschutzrechtliche Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise bisher irgendwie unternommen. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was Bernd Rixinger gestern geschrieben hat. Wir werden Nazis bekämpfen, immer und überall. Dafür braucht es keinen Geheimplan. Das ist ein Versprechen für mehr Sicherheit und Gerechtigkeit für alle Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, ihres Einkommens, Glaubens, sexuelle Identität. So, und ich habe dann bei Twitter gestern, beziehungsweise bei X, unter den Beitrag von Bernd Rixinger die Frage gestellt, ob das auch für Menschen mit einem sehr hohen Einkommen gilt, also dieses Versprechen bezüglich mehr Sicherheit und so weiter. Denn wie man bei Bernd Rixinger auch immer wieder sehen kann, solche Bilder, ne? Er hat gestern beispielsweise auch noch geschrieben, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Ja, jetzt müsstet ihr mal einfach, unabhängig davon, ob ihr zu den Reichsten gehört oder nicht, nehmt euch einfach mal irgendeine Minderheit in Deutschland und jetzt stellt euch einfach mal vor, ein ehemaliger Parteichef, ja, oder ein Aktiver in einer Partei sagt, wir können uns diese Menschen nicht mehr leisten, so, ne? Aber ich gebe zu, das ist jetzt noch nicht das, was es wert macht, darüber in einem Video zu berichten. Viel interessanter wird es an dieser Stelle, wenn ich nochmal hier dieses Video von damals einblende, wo nämlich da der damalige noch aktive Parteichef Bernd Rixinger auf diese Äußerung einer Linken reagierte. Hört euch das mal genau an. Was ist eigentlich seitdem passiert? Gab es dort verfassungsschutzrechtlich irgendwelche Maßnahmen? Gab es irgendwelche Anklagen? Gab es Verhaftete? Nein, gab es natürlich nicht. Nach einer Revolution und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Aha. Wir wollen uns fortbewegen. Interessant, also alle Menschen in Deutschland, die mehr als 1,3 Millionen an Vermögen haben, erschossen haben. Interessante Äußerung, muss man sich mal vorstellen, sowas würde offiziell nicht an irgendeinem Geheimtreffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder so weiter, sondern offiziell auf einem Parteitag der AfD beispielsweise mal gesagt. Da bin ich mal gespannt, was da aber los wäre und wie viel Verbotsverfahren schon wieder gefordert werden würden. Aber wo hat denn eine Saskia Esken oder ein Herr Wanderwitz oder ein anderer Politiker, der ständig daran arbeitet, mal das Verbot der Linkspartei irgendwie initiiert oder in irgendeiner Art und Weise halt angekündigt, aufgrund solcher Aussagen, die getätigt wurden? Und wie hat denn eigentlich Herr Rixinger damals reagiert? Hat er sich davon distanziert? Hat er ganz klar gesagt, nein, sowas gibt es nicht, weil wir schützen ja alle, auch die Menschen mit anderem Einkommen und so weiter? Nun, schauen wir doch einfach mal, wie er reagiert. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Da sagt sie es auch noch übrigens, von wegen, das war nur ein Scherz, da sagt sie, wir müssen mal, es ist so, wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen, also von wegen, das war nur ein Scherz. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050, aber was bedeutet das beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik? Sandra, komm mal zum Ende. Ja, Dankeschön. Komm mal wirklich zum Ende. Die gehört ins Gefängnis, wenn ihr mich fragt. Das sagen wir, erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. So, da sieht man noch, wie er lacht. Ne? Also eine Einordnung von Herrn Rixinger fand damals statt. Aber, was genau meinte er eigentlich mit, wir erschießen sie nicht? Erstens sagt er nichts irgendwie von wegen, ja, wir sollen noch angeblich alle schützen, ne? Sagt er ja auch hier selbst, jetzt neuerdings im Tweet, ne? Für mehr Sicherheit und Gerechtigkeit für alle Menschen, ja? Also
alle Menschen bis zu einer gewissen Vermögensgrenze, logischerweise. Ne? Und er sagt, wir setzen sie für nützliche Arbeit ein, was im Kontext von SED und so weiter nichts anderes als Zwangsarbeit ist und so, was er hier meint. Deswegen haben auch die Leute so gelacht. Ne? Und diese Leute, ja, sind in der linken Partei überall vertreten. Ja? Egal, ob sie bei irgendwelchen Gewerkschaftsverbänden sind, egal, ob sie aktive oder ehemalige Parteichefs sind. Ja? Und übrigens wisst ihr, was Bernd Rixinger gemacht hat, nachdem ich ihm einfach nur diese Frage gestellt habe. Ja? So viel zum Thema demokratischer Diskurs und so weiter. Hier seht ihr es. Bernd Rixinger hat mich einfach blockiert. Ja? Ich habe ihn weder beleidigt, noch habe ich ihn diffamiert. Ich habe ihm einfach nur diese Aussage von damals nochmal vorgehalten, ja, weil ich einfach wissen wollte, ob es jetzt mittlerweile auch für sehr Reiche gilt, sein Schutz und seine Sicherheit, oder halt eben nicht. Ja? War eine legitime Frage oder nicht. Aber er hat darauf reagiert, indem er mich geblockt hat. Genau wie übrigens Ministerpräsident Ramelow in Thüringen. Ja? Und da schließt sich wieder der Kreis. So, und jetzt muss langsam mal Leute wie Herr Spahn und Herr Lanz, wie sie in ihren Talkshows die ganze Zeit da rumsitzen und immer nur dieselben Kamellen runterlabern. Ich würde so gerne mal da reingehen und all diese ganzen Beispiele aus dem praktischen Alltag damit einfließen lassen, ja. Und ich sehe schon, wie sozusagen der Mund von Markus Lanz immer weiter aufgehen würde, weil er einfach in diesem Moment keinerlei Gegenfrage zu seiner sonst so schlauen Kommentare mehr gegen äußern könnte. Ja? Die müssen sich jetzt alle mal Gedanken machen, ob das denn diese Form des demokratischen Miteinanders ist und so weiter, ja. Und auch Finanzminister Lindner, wisst ihr noch, könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr, wie er gesagt hat, im Zweifel kann man ja immer noch links wählen, ja. Unser rhetorisch so gewandte Finanzminister, gut, bei den Rechnungen zum Thema Ticketsteuer ist er dann nicht mehr so bewandert, wenn es ums Konkrete geht, aber bei solchen rhetorischen Dingen macht ihn halt niemand was nach. Und deswegen war es jetzt mal so ein etwas längeres Video, weil es hier mehr eben auch um was Persönliches geht und ich einfach diese unfassbare Doppelmoral endlich mal hier aufzeigen wollte. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht sagt ihr euch, ach, du übertreibst jetzt wieder, das ist das viel zu einseitig. So, vielleicht sehe nur ich das so. Kann sein.